Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Design-Check-Stream. Wir schauen uns heute die Open Alpha von Unearned Bounty an, einem Spiel von einem Indie-Entwicklerstudio aus San Diego. Die haben gerade eine eben Open Alpha gestartet. Man kann über einen Discord-Channel sich bei der Open Alpha einschreiben und der Link steht rechts im Chat. Ja, es geht um ein Piratenspiel, hat mich ein bisschen an Sid Meier's Pirates erinnert, vom ersten Ansehen, aber noch ein bisschen lustiger. Mal schauen, was hier alles passiert. Ja, das Menü ist einfach, Open Alpha, man hat hier schon eine lustige Untertassenflagge bekommen. Ich hatte davor irgendwie eine, ich glaube, afrikanische als Untertasse, passt natürlich ganz gut. Drei Hauptmenüpunkte im Piratenoptik mit Planken hinten dran. Schauen wir ganz kurz in die Einstellungen. Momentan wird das Ganze bei mir nämlich im Fenstermodus ausgeführt. Ich mache mal Borderless an. Hat geklappt, sehr schön. Die üblichen Sachen, man kann sein Keyboard anschließen, man kann das Gamepad anschalten. Das werden wir nachher noch ausprobieren, wie das mit einem Xbox-Controller funktioniert. Grafikeinstellungen sind high. Leider gehen die, geht die Auflösung nur bis auf 2560x1440 hoch. Bei meinem 21:9 Monitor, der etwas mehr noch unterstützt, wird das also mit geringerer Auflösung dargestellt, aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Genau, bleiben wir mal dabei und schauen schon direkt ins erste Spiel. Wir machen das Tutorial durch, weil das Ganze macht es dann noch einfacher. Ich bleibe bei meinem schönen pinken Schiff diesmal. Die werden random vergeben am Anfang. Sehr lustig. Genau. Schauen wir uns erstmal um. Die Landschaft ist ja eher low poly mit gemalten Texturen. Das Meer sieht auch ganz nett aus, gemalt. Wir haben ein Interface links oben, einen Punktestand und einen Killstand. Auch ganz nett gemacht mit den ja, Texturen da, Metall, Holz, sieht ein bisschen aus wie Teile von einem Schiff. Auf der rechten Seite ein Interface, von dem ich gar nicht weiß, was es sein soll. Vielleicht Gegneranzeige. Rechts unten eine gezeichnete Karte, die einem anzeigt, wo man selbst ist. Das sieht hier ehrlich gesagt aus, als ob ich auf einer Insel wäre. Und links unten ist der aktuelle Punktestand. Ich habe ein Upgrade möglich und dann auch die Tastenkürze gleich, was ich alles upgraden kann. Ich nehme das Schiff selbst, also die Stabilität, die Kanonen, die Segel, das heißt die Geschwindigkeit und mit V meine Sonderfähigkeit, ein Sonderschuss, ein Fassschuss. Und ich merke, ich habe das Desktop-Audio aus. Deswegen machen wir es gleich mal an. Da hört man nämlich auch noch die Musik. Die Musik ist nämlich auch ganz nett gemacht. Passt sehr gut dazu. Ich upgrade kurz einmal meine Kanone. Und man sieht da auch schon die Punkte, die links gezählt werden, sind eben die Upgrade-Punkte. Effektiv ist das Gold. Wenn man andere Schiffe trifft, dann werden die versenkt und lassen Gold übrig. Ja, WASD. Um sich zu bewegen, fahren wir mal in die Zielgegend, ins Zielgebiet hier. Und ja, die Karte rechts unten stimmt offensichtlich nicht ganz mit dem überein, wo ich bin. Okay. Ich kann mit der Maus nach links zielen oder auch nach rechts. Ich habe also rechts und links Kanonen und kann es damit, sieht auch schon, ich kann nicht wahnsinnig weit schießen, aber schon ein ganzes Stück. Kann jetzt das Schiff angreifen mit der linken Maustaste. War eher so ein Streifschuss. Und jetzt fahre ich im Bogen, dass ich immer beide Kanonen ausnutzen kann. In der Mitte sieht man ganz dezent, dass sich da die Kanone wieder auflädt. Wenn sie bei halb ist, dann kann ich praktisch eine Seite schießen. Ja klar, in so einem kleinen Kreis kann ich nicht fahren, um das Gold aufzuheben. Nicht so ideal. Vielleicht, wenn ich langsamer fahre. Ja genau, wenn ich langsamer fahre, kann ich engere Kreise machen. Ist auch irgendwie logisch. So, 100 Punkte bekommen. Und ganz viel Gold links unten. Das heißt, ich kann jetzt Upgrades fahren. Mache ich mal ein X-Upgrade für meine Kanone, ein C für meine Geschwindigkeit und V für den Sonder...
Fähigkeit und gleich nochmal. Ha, maximale Upgrades. Jetzt bin ich bestens gerüstet. Mit Space kann ich meine Sonderfähigkeit nutzen. Sieht man eine kleine Kanone vorne. Space loslassen, feuert und Fass. Und geradeaus ist jetzt noch ein Handelsschiff. Ist jetzt hier etwas zu nahe rankomme. So, nochmal Sonderfähigkeit. Boom. Genau. So, mehr als zwei Upgrades gibt es momentan nicht, aber da vorne kommt ein Gegner, das heißt den... Boah, hat mich voll getroffen. Den will ich jetzt aber auch voll treffen. Und den habe ich jetzt mit einem Sonderschuss, also mit einem Pulverfass und einer normalen Kanonenladung erledigt. Damit ist das Tutorial zu Ende. Ging schnell, man hat die wichtigen Fähigkeiten erkannt. Und kann jetzt hier zum einen natürlich eine, ja, ein Ranked Play gibt es noch nicht, aber ein Custom Play, das heißt, man macht einen eigenen Server auf, kann Multiplayer jetzt mit 8 Leuten spielen, nennt sich Room. Wenn ich einen neuen Room erstelle, sieht man mich eben, kann CPUs hinzufügen, kann aber auch einen Closed Slot machen und ich kann dann, okay, jetzt springe ich ein bisschen rum, interessant. Ich kann hier auch einen Invite rausgeben und kann meine Freunde bei Steam inviten. Leider keiner da heute. Mal schauen, ob wir später noch einen zum zusammen gemeinsamen Spiel kriegen. Aber da ist schon einer drin. Open Slot heißt, es kann jeder dazugehen, der Lust hat. Das heißt, auch wenn ich auf Play gehe, würde ich hier... Wenn ich auf Play gehe, dann... Leave Lobby... Ach, mal versuchen. Okay. Würde ich hier eben sehen, da gibt es einen Herrn mit einem Room, der hat 8 Slots offen und da sind schon alle Spieler drin. Kann ich jetzt also gar nicht mehr dazu. Schauen wir uns aber ganz kurz nochmal den Shop an. Im Shop kann man also offensichtlich Items kaufen. Ich habe kein Geld. Ich nehme an, dass ich später hier Geld bekomme. Not enough treasure. ja gut, die Texte sind ganz lustig. Gibt es verschiedene Items zu kaufen. Wahrscheinlich wird es nachher auch ein bisschen paid. Nicht pay to play, aber auf jeden Fall wird es eine Monetarisierungsmöglichkeit sein hier. Sieht für mich so aus, ob man hier auch wirklich 5 echte Dollar zahlen kann oder eben in-game Geld. Und hier eben nette Schiffe kaufen kann. Ist aber auch ganz legitim natürlich, dass man irgendwie sein Spiel finanziert. Wenn das nachher wirklich Free-to-Play wird, dann muss man schauen, was die Items alle machen. Wenn es nur schönere Schiffe sind, dann ist es gar nicht so schlimm. Und dann gibt es hier noch eine Collection. Ich weiß gar nicht, was die richtig macht. Ich sehe, dass ich hier insgesamt schon auf Level 2 bin. Habe hier noch Sonderpunkte, ein bisschen unübersichtlich, kann hier... den Schiffstyp auswählen. Interessant. Wahrscheinlich hat man in der Open Alpha alle möglichen Schiffe. Na, dann fahre ich mal mit diesem netten Chinesen. Hier passiert nichts. Und anmalen kann ich mein Schiff leider auch noch nicht. Die Farben sind random momentan, deswegen habe ich diese nicht ganz so tolle Farbkombination. Und hier kann ich, oh, da kann ich doch, hier kann ich vorgefertigte Farben auswählen. Hier kann ich meine Flagge auswählen, praktisch mein Farbschema. Nett. Ja, das ist doch ganz nett. Wäre natürlich noch schöner, wenn ich meinen eigenen hochladen könnte. Okay, hier haben wir Flaggen. Haha, ein Discord-Schiff. Okay, ich nehme mal den, was nehmen wir denn hier Schönes? Die Pineapple, die Ananas. Das ist doch ganz nett. Okay, kann man so ein bisschen durchswitchen, das sprintet man gerade ein bisschen. Nicht ganz klar, was man hier alles durchswitchen kann. Okay, jetzt kann man alles durchswitchen, okay. Hier gibt's Piraten, ja, hier gibt's piratige
Ah, das ist auch gleichzeitig die Flagge, deswegen ganz nett. Okay, bleiben wir mal dabei und gehen nochmal ins Spiel selbst. Und auch nochmal draufklicken, das wären irgendwie Nachrichten wahrscheinlich. Aber gehen wir mal ins Spiel, Custom-Spiel, ein neuer Room. Und ich mache mal einfach eine CPU dazu, lasse die anderen Slots offen. Und starte. Okay, ich habe hier meine kleine Pirateninsel, das ist die lila Pirateninsel. Ist sehr schön gemacht. Relativ viele Details, aber nicht so, dass es unübersichtlich wird. Ein bisschen karikiert das Ganze, also ein kleines kaputtes Schiff, auf dem aufgebaut wurde praktisch. Da hinten sehe ich einen Leuchtturm und eine Stadt. Vorne ist noch ein Pirat und unten rechts auf meiner Karte sehe ich auch schon, dass da rechts einer vorbeikommt. Dem will ich natürlich gleich entkommen und mache gleich mal ein Upgrade für meine Segel. Okay, voll daneben. Shit. Boah, ist richtig schwierig, wenn der andere woanders hinfährt. Eieiei. Ich bin vielleicht einfach nur ganz schlecht. Ah, okay, leichter Treffer. Und ich sehe schon hinten dran, der Kerl hat 150 Gold. 250 Gold, wenn ich den erledige. Falls ich ihn irgendwann mal treffe. Okay, jetzt hat er mich erwischt, weil er mich praktisch umgefahren hat. Was passiert jetzt? Meine Mission ist übrigens, 5 Handelsschiffe zu versenken. Die hat einfach neu gespawnt. Ich kann auf meiner Karte auch sehen, der Kerl ist irgendwie jetzt weg. Okay, gehen wir mal an die Handelsschiffe ran. Dann kann ich nämlich auch Upgrades kaufen und das Ganze wird einfacher. Okay, Schiff umgefahren, geht auch. Ist keine so tolle Idee, glaube ich. Aber ich glaube, mit mehreren Spielern könnte das ganz lustig werden. Weil man sie eben doch umfahren kann. Ah, okay, jetzt habe ich endlich einen erwischt. Okay, hinten links kommt mein Gegner an, wie es aussieht. Der habe ich auch gleich erwischt. Nicht so schön. Hey, okay, ich bin hier etwas schlecht im Ausweichen, glaube ich. Aber ich kann auch einfach versuchen wegzufahren. Okay, jetzt hat er meine Beute erwischt, das mag ich natürlich gar nicht. Ja, daneben. Streifschuss. Ha! Okay, so geht es natürlich auch, wenn man hier ein Schiff ins andere lenkt. Okay, jetzt kann ich endlich die Sonderfähigkeit... Ah, das ist eine andere Sonderfähigkeit. Jetzt habe ich es kapiert. Die andere Sonderfähigkeit ist jetzt hier in dem Fall... Was ist denn die Sonderfähigkeit? Vielleicht, dass ich den rammen kann? Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass es gut ist, was ich da gerade mache. Der Dragon. Und okay, wenn ich nah an meiner Insel bin, dann heile ich, glaube ich, schneller. Deswegen machen wir das mal. In der Zwischenzeit kann ich noch ein paar Schiffchen abknallen. Ich glaube, die Insel hat doch nichts mit mir zu tun. Und da hinten kommt wieder ein böser Pirat an.
gehen wir nochmal ins Spiel. Ich komme einfach mal dazu in einen anderen Room. Mal schauen, was passiert, wenn wir mit anderen spielen. Set sail. Jawohl. Genau, und als erstes mache ich mal mein Schiff ein bisschen stabiler. Da hinten hauen sie sich schon. Okay, das war vielleicht nicht so gut. Jawohl. Ja. Okay, man kann die anderen Schiffe auch einfach umfahren, aber es ist nicht ganz so clever. Ich frage mich noch, wie man seine Gesundheit wieder erlangt, also sein Schiff wieder aufmöbelt sozusagen. Ups. Aber schauen wir mal, wenn ich hier das upgrade. Okay, da wird mehr Hitpoints da unten angezeigt. Und da unten links läuft ein ganz kleiner Timer, den sieht man kaum. Das ist die linke Kanone. Und die rechte Kanone ist feuerbereit. Das ist ganz interessant. Okay, da kommt einer von hinten. Schauen, was das hier ist. Collect Trade Goods. Oh, das ist eine 1. Boah. Aua, aua, aua. Ja, mal schauen, ob der Kern hier von mir wegkommt. Ups. Ah, shit. Also mit anderen zusammen macht es schon relativ viel Spaß. Vor allem, wenn man überhaupt nichts trifft, sehe ich. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Okay, auf jeden Fall ganz nett. Auch vom Design her, auch gerade, dass es ein bisschen ausgegraut wurde. Oben rechts sieht man jetzt auch, da wird die Zeit angezeigt. Das ist die Zeit wahrscheinlich für die Missionen, die man hat, weil die zählt runter. In diesem Fall hatte ich diese grünen Trade Goods, die ich suchen musste. Links oben sieht man mein Level, das ist auf Level 4. Und ja, insgesamt ein Spiel, das doch Spaß macht mit Zusammenspielen. Und ich bin mir sicher, dass es nachher auch Missionen gibt, die noch ein bisschen aufregender werden. Soweit erstmal von mir und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.